So, da sind wir wieder. Dieses Mal ohne Kyria, aber mit Jet. Hallo Jet. Und wir gehen gleich weiter mit Season 3. So, also Jet und ich haben schon mal geguckt, was man noch so an Forschungspunkten abgrasen kann von unseren ganzen Sachen, die wir inzwischen im All haben. Aber da war nicht so wirklich viel. Das heißt, heute machen wir was ganz anderes. Und zwar gehen wir mal da rein. Klick. Das Ding ist nämlich für Flugzeuge. Ich weiß aber noch nicht, wie viele Flugzeugteile wir haben, also könnte das Ganze recht kurzlebig werden. Im Notfall könnten wir aber ein paar Forschungspunkte einsetzen, was ich vielleicht vorher machen sollte. So. Da. Wir haben 602 Punkte. Das Ganze kostet 160 und bringt sehr viele Teile, also soll ich das wohl holen. Okay, noch mehr Flugzeugteile könnten wir uns auch holen. Turbojet Engine. Rum Air Intake klingt auch sehr wichtig. Haben wir noch? Stockingzeug. Stockingzeug will ich nicht. Das ist Satellitenzeug. Nee, also schnelleren Antrieb oder ein Adapter. Nosecone. Ich glaube, ein schnellerer Antrieb ist wesentlich wichtiger als alles andere, oder? Ah genau, Quarks fragt gerade oben links, was das für Reiter sind. Das hatte ich in dem letzten Stream erklärt, das wurde frisch hinzugefügt. Und zwar kann man danach gucken, wo was schon erforscht wurde und wie viele Punkte es gab. Damit man quasi planen kann, wo man als nächstes Punkte abbauen kann. Und warum schreit Quarks mich im Chat an? Hallo Quarks, ist alles gut? Also ich kann es aber hier drauf klicken und dann sehe ich, was ich da schon gemacht habe. Das heißt, das Ding sagt mir jetzt gerade, du hast noch nichts auf Moho gemacht. Das heißt, es würde sich lohnen, dahin zu fliegen. Guck mal, was wir alles bei der Sonne gemacht haben. Toll, ne? Nirsan. Ja, landen auf der Sonne wäre auch noch interessant. Weil anscheinend gibt es keinen Hitzeschaden in der Nähe der Sonne. Warum auch immer. Das fand ich ein bisschen verstörend. Aber gut. Hier wollen wir raus? Nee, wir wollten nicht ganz raus. Wir wollten nur auf den doofen Reiter. Da, genau. Also wir hätten gerne die schnelleren Antriebe. Kaufen. Da ist jetzt noch mehr Jetzeug, aber dafür werden wir das brauchen. Und dafür bräuchten wir 300 Punkte, die wir nicht haben. Also wir müssen jetzt mit den Punkten klarkommen, die wir erstmal haben. Das ist auch ganz okay. Denn ich habe noch nicht wirklich viel Ahnung von Flugzeugen. Ich habe mich immer nur auf die Raketen spezialisiert. Das heißt, es wird jetzt nicht besonders gut laufen. Wenn ihr das Spiel also schon gut kennt und nicht durchgehen, euch selber vor den Kopf hauen wollt oder den Monitor anbrüllen, dann naja, ihr wisst schon, was ihr tut. Also, wir brauchen ein Cockpit, denke ich mal. Okay. Dann brauchen wir Tanks, die aber nicht so aussehen wie die Tanks von Raketen, ne? Fuselage. Sieht komisch aus. Ich glaube, das ist so nicht geplant. 160 Liquid Fuel. Ah, da ist ein runderer Tank. Ah, schon besser. Also stabil sah das Ding aus, aber nicht gerade schön. Ja. Also wir haben jetzt zwei Treibstofftanks. Dann brauchen wir bestimmt hinten noch ein Triebwerk. So, da haben wir ein Basic Jet Engine. Wir haben ein Turbo Jet Engine. Was ich von Jet Engines weiß, ist, dass sie Luft brauchen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Turbojet Engine. Jetzt brauchen wir irgendwo noch ein Air Intake, heißt das Ding. Was also die Luft ansaugt, dann hier runterleitet und hier drin dann zusammen mit dem Treibstoff verbrannt wird. Das heißt, wir könnten mit dem Ding niemals ins All fliegen, weil im All ist da keine Luft und dann zündet der Treibstoff nicht ordentlich. So, also Air Intake. Unter was gehört Air Intake? Radial Engine Body. Was? Ah. Da, Ram Air Intake. Was zur Hölle ist das? Das sieht nicht richtig aus. Circular Intake. Ach so, ich muss jetzt an den Seiten. Aha, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Also ich baue jetzt die Flügel an und an den Flügeln baue ich noch so ein Ding hinten und ein Air Intake vorne.
Und dann klappt das hoffentlich. Aber ich sollte zwischendurch mal auf den Chat schielen, weil die Leute da haben wesentlich mehr Ahnung als ich. Flugzeuge fliegen genauso wie Raketen in die Luft und dann machen sie Bumm. Sehr schön, Grunt. Ich bin mir relativ sicher, dass Flugzeuge super von Boostern profitieren werden. Flugzeuge und Boostern klingen gut. Du kannst im Flugzeug auch Raketen verpassen, dann kommst du ins All. Ja, okay. Die Luft, welche die Turbine ausstößt, muss ja irgendwo herkommen. Dazu brauchst du die Air Intake. Achso, eine Turbine presst primär heiße Luft raus und keinen verbrannten Treibstoff? Ich habe keine Ahnung davon. Ich mag Fliegen nicht. Ich werde immer wieder dazu gezwungen. Wow. Das sieht mal abgefahren aus. Hallo, Ding, das bestimmt nicht fliegt. Und ich denke, ich werde sie ein wenig anwinkeln müssen, damit sie besser gleiten, oder? Ihr merkt schon, das wird absolut nichts werden. Und das braucht auf jeden Fall irgendwas zum Rollen, weil sonst fällt das Ding gleich runter und, ne, dann war's das. So, ah ne, hier, sowas, das sieht gut aus. Okay, die Flügel müssen doch gerade sein, sonst können wir die Roller, wollte ich schon sagen, die Landing Gears ja nicht anbringen. So. Komische Dinger, macht ihr mal bitte, was ich will. So. Aha, okay. Ist das richtig rum oder falsch rum? Ich glaube, es ist richtig rum. Jetzt, die liegen dann aber nur auf den zwei Reifen. Was packe ich denn hier hinten hin? Weil wenn ich da jetzt auch so ein Ding hin... Das muss ich mal ganz gut testen. Also ich brauche erst ein bisschen Luft. Und wenn ich ein bisschen Luft irgendwo herbekomme... Radial Air Intake. Okay. Hier. Hier sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur richtig liegen. So. Also, ich stelle mir das so vor, das Ding fliegt, die Luft geht da rein, wird hier irgendwo durchgeleitet, da hinten so ein Dingens und dann passt das. Gucken wir, ob jemand ein Dingens schreit. Bau doch einen Space Shuttle. Nee, das denke ich erstmal nicht. Nach unten anwinkeln, das ist stabiler. Die Flügel nach unten anwinkeln? Oder die Landedinger? Da fehlen Booster, ja. Das erinnert mich an diese fliegenden Fische. Ein wenig, ja. Und ich denke, man hat auch nicht genug Tragfläche, um irgendwie in der Luft zu bleiben, aber... die hinteren Räder sind jetzt anders herum als die vorderen. Das ist allerdings ein Argument. Ist nur die Frage, wer von beiden jetzt richtig oder falsch ist. Okay, ich will einfach mal kurz testen. Was? Flugtest 1.0. Speichern. Starten. Du erzeugst keinen Auftrieb. Die Flügel müssen etwas nach oben zeigen. Querruder. Juhu, Fachbegriffe. Wie wär's mit Steuerungselementen? Könnte hilfreich sein, falls der Kerbel überleben sollen. Bill Kerbin. Hallo Bill. Du solltest hier echt nicht drin sein. Ich bin ganz vorsichtig. Ich will erstmal nur gucken, ob das Ding hier fährt. Wow. Wow, wow, okay, Schub runter. Roll aus, ist alles gut. Ausrollen, ausrollen. Nicht explodieren, nicht Bill umbringen. Also hat auf jeden Fall schon mal einen tierischen Seitendrall. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Dinger da unten so doof sind. Okay, noch ein Flügelpaar ran. Und ich bin aus dem Spiel rausgetappt, so. Also noch ein Flügelpaar ran und da dann die anbringen, dass wir nicht diese komischen schrägen Dinger da unten haben. Idealerweise hätte ich gerne einfach nur ein Rad hier in der Mitte. Aber das wird von der Höhe nicht hinhauen. Na gut, du...
Revert Flight, Space Pill Hangar. So, also, das hat schon mal nicht geklappt. Im Chat stand was von Rudern. Ah, sowas hier, huh? Small Control Surface. Wo bringe ich die an? Hinten dran wahrscheinlich, ja? Am Flügel? So? So? Sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Okay, das war Problem Nummer 1. Keine Control Surfaces. Es fehlen alle Ruder. Stimmt, da oben drauf ist normalerweise auch noch so ein Dingens, ne? Winglet. Wow, das sieht cool aus. So, die Frage, ob das die sind, die auch steuerbar sind. Standard. Oh, du bist viel zu groß. Tail Connector. Was es hier für Sachen gibt, okay. Du. So, dich wollte ich dahin haben. Da wollte ich dann noch ein paar von den Landing Gears. Genau die da. Am besten auf der gleichen Höhe. So. Das sieht aus, als wenn es fahren könnte. Okay. Jetzt hast du schon mal Querruder, sagt Auto Lykos. Die Räder sehen sehr nachgiebig aus. Eventuell funktioniert hier doch ein einziges Rad in der Mitte. Ja, muss ich mal gucken. Momentan könnte es in der Mitte durchknacken, je nachdem wie schwer das in der Mitte ist und wie stabil die Flügel sind. Ja, und ich hätte eigentlich noch ganz gerne mehr Triebwerke, weil ich habe den Verdacht, dass das eine Triebwerk nicht reichen wird. Wo ist eigentlich der Center of Lift? Gucken wir mal. Ja, sieht ziemlich mittig aus. Du bist schon mal jetzt nicht mehr 1.0, du bist 1.1. Speichern. Bill schon draußen. Das ist ein sehr guter Punkt. Wenn wir jetzt hier komische Experimente machen wollen, dann nicht mit Bill, sondern mit Lutner Gerben. Speichern. Ich hoffe, das wird jetzt auch akzeptiert, weil andauernd schleichen sich nämlich Kerbels rein, die sie nicht reinschleichen sollen. So. Nea schlägt vor, dass ich die Lift-Anzeige und links anmachen soll. Der Lift muss immer kurz vor dem Mastsymbol sein. Okay. Erstmal will ich gucken, ob ich mit dem Ding irgendwie abheben kann. So, ich mach Schub mal auf so und dann SAS an, starten. So. Wir haben schon mal tierischen Linksdrall. Brakes. Nein, oh, Brakes. Rutsch, 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 rutsch. Okay. Das im Linksdrall ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Revert Flight. Space Hangar. Schwerpunkt muss davor sein. Okay, Center of Mass ist da. Center of Lift ist da. Die sind genau ineinander. Center of Thrust ist hinten, was ja auch Sinn macht, weil da hinten die Düse ist. Aber ja, erstmal würde ich gerne das hinbekommen, dass das Ding nicht nach links drallt. Wobei ich nicht weiß, warum es das tut, weil es ist eigentlich alles ziemlich symmetrisch angeordnet. Also jetzt nicht so, dass links irgendwie mehr Gewicht ist und dementsprechend zieht es nach links dadurch. Ja, unaussprechlicher, die Flieger sind links extrem. Nein, das lassen wir mal. Wir könnten RCS-Booster ranbringen, um das Ganze stabil zu halten. Aber das ist nicht Sinn des Ganzen. Nein. Ich bin hier, um zu verstehen, wie Flugzeuge funktionieren. Also baue ich jetzt einfach mal an diese Winglets und die ganzen pinken Sachen müssen weg. So, einfach an die Sachen mal Control Surfaces ran. Hier, nein. Engine Nacelle. Mehr Seitenruder. Das kann. Dann kann SAS das Flugzeug stabilisieren. Seitenruder?
Das da ist ein Höhenruder, oder? Weil es runter und hoch klappt und dann kann ich nach vorne und nach hinten neigen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich das Ding hier wirklich in der Mitte. Und dann muss da ein Ruder ran. Aber das ist, glaube ich, so nicht vorgesehen. Nee. So, also Höhenruder habe ich jetzt noch und nöcher. Aber Seitenruder will er nicht. Vielleicht sollte ich ein anderes Ding benutzen. Ich da, nein, du bist zu groß. Tailfin. Keine Symmetrie. So. Ein bisschen weiter so. Und da hätte ich jetzt gerne dich dran. So. Das müsste jetzt ein Seitenruder sein. Glaube ich. Winglets sind dafür da, um sie am äußeren Rand der Flügel anzubauen. Also bei echten Flugzeugen. Ach so, also hier. Okay. Mehr Kontrollflächen. Die an den Flügeln sind auch ziemlich klein. Die Querruder haben noch gar keine. Ja, okay, wir haben jetzt ein kleines Querruder, zwei riesige Höhenruder und noch zwei kleinere Höhenruder. Wo bringe ich jetzt noch mehr Querruder an? Und kann dieses eine Triebwerk das alles überhaupt halten? Okay, erstmal Flugtest 1.2. Testen, ob sich Bill wieder reingeschlichen hat. Ja, hat er. Du bist so ein... Der ist echt voll auf Aufmerksamkeit. Muss immer im Rampenlicht stehen, egal ob er explodiert oder nicht. Dover Bill. So, Scabula Kerbin. Speichern. Testen. So, Lenzer meint, ich bräuchte mehr Fläche. Wie mehr Fläche? Wir haben schon vier Flügel, das ist ganz schön viel. Sieht für mich irgendwie ein bisschen übertrieben aus. So, Scabula ist drin. Schub auf 30, SAS an. Ah, wir haben Licht. Egal. Okay, also diese Dinger hier haben automatisch Licht mit drin. Haben wir Stromverbrauch? Ja, wir haben Stromverbrauch, aber ist okay. Jetzt sehen wir wenigstens, wie wir abstützen. Also, SAS ist an. Scabula, Start, gebannt in die Kamera. 3, 2, 1. Schon mal schwerer abzuheben. Jetzt haben wir einen Rechtsdrall. Und ich kann ihn nach links ziehen, okay. Brakes. Brakes, Schub aus. Okay. Warum drallst du jetzt nach rechts? Und warum hat das SAS nichts gemacht? Schub. Achso, Brakes. Da. Oh. Oh. Das kann nicht gut sein, das kann nicht gut sein. Okay. Ja. Also ich denke, man könnte mit dem Ding abheben, wenn es besser steuerbar wäre. Aber es ist nicht steuerbar. Also, Space Station. Weil der ist jetzt tot. Wenn ich jetzt Revert to Dingens machen würde, dann wäre er nicht mehr tot. Und das geht ja nicht. Lufteinlässe an den Tank. Das klingt echt gut. Also es kann nämlich sein, dass diese komischen grauen Knubbel, die vorne die Luft einsaugen, das Ganze instabil machen. Also nehmen wir jetzt die raus. Wir machen da noch Tanks ran. Die Frage ist halt nur, wo... Und an die Tanks. Was sind die Tanks? Da. Boah, die sehen schwer aus. Machen wir kleinere Tanks. Du bist nicht kleiner. Und es muss auch der richtige Tank sein. Also ich kann jetzt nicht so einen orangenen Tank hier raufsetzen und dann, ne? Weil das da ist Flüssigtreibstoff. Und das hier... ist Flüssigtreibstoff. Moment mal. Da ist Liquid Fuel 150 drin. Da ist Liquid Fuel 1440 drin. Okay, ist auch dezent größer. Liquid Fuel 90. Liquid Fuel 150. Ne, okay, es scheint schon von der Größe her hinzupacken. Chat schlägt vor, macht den Lufteinlass unter dem Flugzeug an den Tank. Da, das reißt ab. Das hält nicht. Glaube ich nicht. Nee. Wir könnten einen Lufteinlass in der Mitte machen.
Aber erstmal will ich das Ding stärker machen. Strukturelemente. Hard Connection Point. So. So. Das kann nur in die Hose gehen, glaube ich. Nein, das ist keine gute Idee. Ich hätte jetzt gerne... Ja, das ist okay. So, seid ihr doch wirklich drauf? Es sieht nicht stabil aus. Sieht absolut nicht stabil aus. Oh, Stahlseile. Struktur. Stahlseile? Da, Stahlseil. Danach da. Danach da. Danach da. Und außen auch nochmal. Danach da. Doch, das hält. Ja, ja. Gucken wir mal. Also jetzt können wir nämlich vorne... Jetzt müssen wir gucken, ob das ganze Ding nach vorne umkippt. Das wäre nicht so schön. Was es wahrscheinlich tun wird, wenn ich mir gerade so angucke. Gut, machen wir hier erstmal Basic Jet Engines ran. Weil ich nicht will, dass die oben zu viel Schub geben und dann das da unten ausgleichen. So, dann kommt vorne dieses Luftansaugdingens ran. Da, Circular Air Intake. Zing, 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 zing. Will er nicht. Aha, okay. So. Das wird auf jeden Fall da vorne umkippen. Und wir brauchen jetzt noch mehr Seitenruder, wurde gesagt. Das heißt, ich bringe jetzt einfach an dem Flügel noch mehr von diesen Dingern hier an. Ist zu groß. Ist dasselbe. So. Das sieht unpassend aus. Ich hätte gerne kleine Tailfins. Oh, die sehen aus, als hätten sie schon so ein Steuerelement an der Seite dran. Haben die das? Steht das überhaupt bei? Ich glaube nicht. Quadkoppler, mehr Triebwerke, was? Das Flugzeug hat viele Probleme, aber zu wenig Sprit war keins davon. Sehr schön. Okay, lass mich noch ein bisschen hier mit rumspielen. Also ich versuche jetzt nochmal da ein paar Ruder ranzubringen. Nicht so eine Riesenruder. Versuche noch kleine Ruder anzubringen. Und dann werde ich einem Vorschlag aus dem Chat folgen. Und zwar werde ich einfach... Das ist riesig. Werde ich einfach die mitgelieferten Flugzeuge laden und mir angucken, wie die aussehen. So. Und dann die kann ich schon mal... Oh. Das ist jetzt sehr kurios. Ne, okay. Du bist falsch. Sind das dieselben? Ne. Das sind die großen. Das sind die kleinen. Ne. Ich hoffe einfach mal, dass die Dinger jetzt hier drin auch Klappelemente haben und dass dadurch dann eine Seitwärtsbewegung hinkommt. Das heißt, du bist jetzt Flugzeugtest 1.3 und Körben rausschmeißen. Körben raus, Körben rein. Speichern, starten. Und wenn das nichts wird, dann wie gesagt, lade ich die Standarddinger, gucke mir mal genau an, wie die funktionieren und versuche dann Modifikationen dran zu nehmen. Also einfach so kleine Veränderungen, dass man Schritt für Schritt wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie das funktioniert. So, Spot an. Hallo, Edbred. SAS an. Schub an. Go. SAS aus. Wir haben jetzt schon Drall nach rechts, und zwar einen ziemlich starken. Versuche mal einfach ganz viel Schub. Warum? Erstmal drehe ich mich nach da. Dann gebe ich ganz viel Schub und versuche jetzt
schnell genug abzuheben? Na! Oh. Die Rauchschwaden da haben gerade angedeutet, dass wir in der Luft waren. Naja, nee. So wird das nichts. Also, neuer Kerbin, neues Flugzeug. Und dann klappt das hoffentlich. Also da rein. Und schauen wir mal, ob wirklich der Sache mitgeliefert wurden. Aber hey, ja, wir sind 2-3 Meter geflogen. Das will schon mal was heißen. Laden. Hier sind keine Standarddinger mit bei. Das ist nicht schön. Vor allem ist das komisch. Warte mal. Raus. Sollten Lichter nicht normalerweise nach vorne zeigen? Das könnte wirklich sein. Vielleicht habe ich einfach die Räder da falsch rum angebracht. Aber ich starte mal ganz kurz neu. Test F. Career-Modus. Um zu gucken, ob da dann die Standardelemente mit drin sind. So, du. Laden? Nö, kein Schiff dabei. Sehr komisch. Ach, vielleicht wenn ich nicht im Karrieremodus starte. Das kann natürlich sein. Weil im Karrieremodus sind ja nicht alle Komponenten vorhanden und dann, ne? Also. Raus, neues Spiel, Sandbox-Modus, Default, starten. So. Genau, und jetzt müssten die da sein. Laden und ganz viel. So, was haben wir da? Wir haben ein Eris 3A, ein Eris 4A, Albatros, Ravenspear, Ravenspear MK4 und noch ganz viel anderes Zeug. Ich lade einfach mal das Ding mit den wenigsten Teilen, denn das wird wohl das Einfachste sein vom Prinzip her. Also laden. So. Oh, siehst komisch aus. Das hält mit den kleinen Dingern da vorne dran. Aber okay, gucken wir es uns genauer an. Also, er hat genau wie wir das Cockpit, zwei Fuselage, also Tanks, und hinten den Engine dran. Dann hat er Flügel mit Höhenrudern, zwei Stück. Und er hat an den Seiten Winglets, die allerdings keine extra Kontrollelemente dran haben. Okay, und dann hat er vorne noch Winglets für Auftrieb. Weil die Luft halt von vorne kommt, wir sind runtergedrückt und dadurch hebt sich das Flugzeug an. Und er hat unten einen recht anrüchigen Luftintake. Findet das noch irgendjemand ein wenig verstörend? Ich weiß ja nicht. Aber gut. Ja, okay. Und da das nicht unser Staffel 3 Ding ist, kann jetzt ruhig Jebediah ja Kerbin das ganze Ding fliegen. Es müsste ja soweit alles okay sein. Es ist ja ein Stockmodell. Also, starten. Gucken wir mal. Also ich hätte so ein Ding nie gebaut. Vor allem das vorne sieht mir viel zu instabil aus, aber... Winglets sind Kontrollelemente, wird gesagt. Und wozu dann noch die Dinger da? Wenn... Warum rollst du jetzt schon? Brakes. So, also wenn Winglets... Achso, das ist kein Winglet, das ist ein Wing. Also das ist ein Flügel und das ist ein Flügelchen. Und Flügelchen sind Kontrollelemente. Okay, ja, das macht Sinn. Okay. Jebediah, mit deinem Gesicht im Halbschatten. SAS an. Yay. Schub an. Yay. Und 3, 2, 1, go. So, Geschwindigkeit aufbauen. Der Sound ist schon mal cool. Geschwindigkeit. Und versuchen abzuheben. Oh, das Rot ist cool. Wir fliegen! Landedinger einfahren. Das Wasser. Wasser ist schon mal gut. Mehr Schub.
Okay, Höhe, Höhe, wir gewinnen Höhe. Das sieht ja völlig gechillt aus. Treibstoffe brauchen wir fast gar keinen. Zeig mal. Liquid Fuel, 298. Okay. Wow, du kannst dich... Was? Du musst nicht kippen, um zu drehen? Du machst einfach so? Das sieht nicht sehr realistisch aus. Wow, ich habe Q und A gefunden. Q und E. Das ist sehr, sehr, sehr feinfühlig. Sehr feinfühlig. Okay, aber jetzt können wir uns mal auf Körbe ein bisschen umgucken. Es gab ja ein, zwei Ecken, wo wir uns gedacht haben, hey, da könnte was sein. Da können wir jetzt einfach so hinfliegen. Versuch mal rollen oder seitwärts fliegen. Yay. Also er mag das. G-Kräfte werden nicht als besonders hoch angezeigt. Die müssten aber jetzt ziemlich hoch sein. Na gut, stabilisier dich. Ja. Das ist absolut unrealistisch, aber er scheint Spaß zu haben. Wir sind aber... verlieren Geschwindigkeit. Wenn wir... Das sah nicht gut aus. Aber das hat einen Fachbegriff, das weiß ich noch. Ich hätte das mal bei Stromovic. Das war so ein Flugzeugsimulator. Wenn man da falsch geflogen ist, dann kann man auch so ins Trudeln. Und dann muss man runtersteuern und hochziehen. Das sah gerade so aus wie bei dem hier. Ich würde gerne dahin. Da unten ist nämlich was. Hey, da ist was. Kann ich da landen? Also ich nicht, aber könnte man da landen? Da. Okay, okay. Gears. Drehen, drehen, drehen. Also ja, das Fliegen ist ziemlich ungewöhnlich. Raketen gefallen mir besser. Dreh dich, dreh dich. Ja. Okay, okay. Genau. Dreh dich einfach mitten in der Luft um und fliege in eine Richtung. Das ist vollkommen okay. Oder flieg hoch, flieg zur Sonne. Mach doch, was du willst. Oh. Hoch, 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 hoch. SAS aus, hoch, 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 hoch. So, 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 so. Okay, okay. Hochziehen, hochziehen, hoch, 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 hoch. Vielleicht können wir irgendwie gezielt crashlanden. Nein, 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 nicht mit Nase voraus, nicht. Okay. So klappt das nicht. Also die Steuerung ist ziemlich ungewöhnlich. Also einmal, weil ich es nicht gewohnt bin und auch, weil es nicht sehr realistisch aussieht, also absolut nicht realistisch aussieht. Aber ich denke, mit etwas Gewöhnung könnte das klappen. Ich gehe jetzt mal raus hier. Gehe zurück zum Space Center. Jetzt ist Jebediah ja tot. Gehe dann wieder da rein, lade ein anderes Flugzeug und der kriegt einen Fallschirm. Und eine Kapsel oder sowas in der Richtung. So, also laden. Nehmen wir jetzt mal den A4 und gucken, was sie da so rangebappt haben. Das sieht abgefahren aus. Hat sogar RCS-Düsen dran und alles. Geil. Das da ist auch ein richtiger Antrieb und kein Jet-Antrieb. Okay. Ah, warte mal, es hat sogar einen Decoupler dran. Du bist doch ein Decoupler, oder? Ich glaube, du bist ein Decoupler. Aber warum hast du denn kein Staging? Ah, das ist komisch, warte mal. Control? Nein. Ach, du bist ein SAS. Ja, ein SAS brauchst du auch bestimmt bei der Größe. Aber nee, ich hätte gerne die Decoupler. Das wäre... Nein. Utility hier.
Dockingport? Nein, ich will keinen Dockingport an meinem Flugzeug haben, danke. Warum zum Geier? Ach, hier sind die, okay. Stack die Kappler. Flop. Flop. Okay, du kommst nach oben. Fallschirme. Fallschirme. Da. Und so kommen die hier auf den Flügeln ran. Oh, ist das groß? Oder wirkt das nur groß? Ja, es wirkt nur groß, okay. Wir können das aufs Cockpit drauf machen. Oder hier, links und rechts vom Cockpit. Und die kriegen nochmal eine extra Stage. Also, Ding startet. Hinteres Ding wird abgesprengt. Fallschirme werden auch so geklappt. Okay. Das sieht sehr mächtig aus. Na gut, du bist jetzt unser RSA-4AA. Speichern. Es wird wahrscheinlich Bill drin sitzen. Wollen wir noch was ranbauen? Ich denke, wir sollten nicht zu viel verändern, sonst fliegt das Ding wieder nicht. So wie die jetzt im Stock sind, müssen sie eigentlich soweit okay sein. Das heißt, wir starten einfach mal. Launch. Ja. Ist doch Bill drin, oder? Also Jebediah ist tot. Bill ist noch da und ja, da ist Bill. Wow, wackel, wackel, wackel da vorne. Das ist nicht gut. Rollt jetzt schon vorwärts. SAS an. RCS können wir wohl auch noch anmachen. Okay. Licht an. Busch. Und ja, das Licht geht wirklich nach vorne. Also die Räder müssen hinten sein bei dem Ding. Die Lampen vorne. Wieder was dazu gelernt. Okay. Schub. 3, 2, 1, go. Boah, das Ding geht richtig ab an Geschwindigkeit. Hebst du von alleine ab oder muss ich hochgehen? Ich tipp mal ein bisschen. Oh, bist schwer. Und du wackelst. Aber das ist pfeilgerade. Verbraucht aber tierisch viel Treibstoff. Was zur Hölle? Gucken wir mal, ob wir damit wirklich hochkommen. Wow. Ich denke, damit kommen wir nicht mal bis zu der kleinen Insel da hinten. Versuchen wir dahin zu fliegen. Also irgendwas läuft da nicht so, wie es laufen sollte, glaube ich. Außer die sind nur zum Starten. Danach macht das da. Die Rakete sollte auch nicht mehr brennen. Wie? Das da? Das soll aus? Shutdown Engine. Flup. Ah. Oh. Okay. Achso, die ist für oben im All dann. Ups. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum ist das Ding so schnell? Wo ist der ganze Treibstoff hin? Also ja, eigentlich sollte man das Ding deaktivieren, mit den beiden starten und wenn das Ding dann oben ist, in der obersten Atmosphäre, dann das da starten. So, wir wollen jetzt nur zu dem Ding da hinten hin. Und Bill sieht irgendwie bedröppert aus. Und der sitzt doch gar nicht in der Kapsel grafisch, einfach nur in einem schwarzen Block. Her. Geil. 183 Meter die Sekunde. Halten genau drauf zu. Das Ding kann sich auch einfach so drehen, ohne dass irgendwas abreißt. Whee. Okay, das mag es nicht. Das steuert es ein bisschen komisch. Du sollst ein bisschen die Nase hochziehen. So. Kurs sollte schon so sein, dass du nicht abstürzt. Oh, 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 oh. Das hast du fast schon gut gemacht, Geo. Danke. Das Teil klettert mit den Düsen auf 15 Kilometer, beschleunigt auf 2 Kilometer die Sekunde und zieht dann mit der Rakete hoch. Aha. Okay. Können wir den nochmal testen? Oh, oh. Erstmal will ich ganz kurz gucken, ob irgendwas Besonderes passiert, wenn wir mit ihm hier vorne abstürzen. Das sollten wir vielleicht ein bisschen höher wegen dem Fallschirm. So. Mach mal die Räder rein. Die Räder sind auch... Oh. Lalala. Sind wir dadurch schneller? Nö. Okay. Also es hat keine wirkliche spieltechnische Auswirkung, außer dass es total albern aussieht.
So, da ist der Boden. Also wir kapseln gleich ab. Was wir am besten ohne Schub machen sollten. Hat die abgekapselte Kapsel dieselbe Geschwindigkeit wie das Ding da? Wenn ja, müssten wir, glaube ich, jetzt schon raus. Schub aus. So, fällt es jetzt runter? Wo landen wir, wenn wir jetzt runterfallen? Da hinten irgendwo. Okay, abkapseln. Du siehst sogar beim Runterfallen cool aus. So, Fallschirm noch nicht raus. Wir müssen mal gucken, dass wir über Land landen. So, Fallschirm raus.